Eintrag ins Reisetagebuch, Donnerstag, 10.09., 10 Uhr, Kilometerstand 1429. Optimales Wetter heute, jetzt geht es weiter von Rügen zur Mecklenburgischen Seenplatte. Auch diesmal nehme ich dich wieder ein Stück mit auf unsere Deutschland-Rundreise. Auf zwei Motorrädern reisen wir fast 3000 Kilometer durch unser Land, um Landschaften kennenzulernen, die wir zuvor noch nie besucht hatten. Wir, das sind Mark Fantomas auf seinem Boxer und Heiner Kowalski auf seinem Zwilling. Im Uhrzeigersinn fahren wir durch Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg. Wir haben heute eine etwas kürzere Etappe. Soeben haben wir mit der Rügenfähre den Strelasund überquert und fahren auf direktem Weg in die Mecklenburgische Seenplatte.
Heute geht es nur sehr zögerlich voran. Auf Rügen zuckeln wir in den touristischen Gebieten teilweise nur mit 20 km pro Stunde den Autoschlangen hinterher. An Überholen ist nicht zu denken. Nach der Fähre geht es auf den Hauptstraßen auch nur gemächlich vorwärts. Zusätzlich blockieren übergroße Landmaschinen die Straße. Das ist ziemlich ermüdend. Als wir uns der Mecklenburgischen Schweiz nähern, bessert sich zum Glück die Situation. Die Mecklenburgische Schweiz ist eine Landschaft nördlich der Mecklenburgischen Seenplatte. Die Seenplatte zieht sich in einem rund 240 Kilometer langen und nur 30 Kilometer breiten gebogenen Streifen vom Ostrand Lübecks über Schwerin, das Großseengebiet um die Müritz und das Kleinseengebiet um Neustrelitz bis Eberswalde. Eintrag ins Reisetagebuch, Donnerstag, 10.09., 19 Uhr. Optimales Wetter heute. Wir sitzen in einer Aalräucherei in Siethodorf an der Müritz und machen Bekanntschaft mit 5 Motorradfahrern aus Niedersachsen. Lustige Gesellen sind das. Morgen wollen wir Kajak fahren. Auch morgen soll es optimales Wetter geben. Die Müritz ist der größte See, der vollständig innerhalb Deutschlands liegt. Der Bodensee ist zwar größer, an ihm haben aber auch Österreich und die Schweiz Anteile.
Im Osten grenzt an den See der Müritz-Nationalpark an, Deutschlands größter terrestrischer Nationalpark. Ich nehme noch schnell mein obligatorisches Bad, bevor das herannahende Gewitter sein Unwesen treibt. Wir lassen den Abend mit einem Lübzerpilz und Schwarzbier ausklingen. Die alte Fahrt ist die ehemalige Müritz-Havel-Wasserstraße, die bis zur Fertigstellung des Müritz-Havel-Kanals in den 1930er Jahren die einzige schiffbare Verbindung zwischen der Müritz und der oberen Havel war. Aus südlicher Richtung ist die alte Fahrt für Motorboote gesperrt. Ausnahmen gibt es für Anleger und für die Fahrgastschifffahrt. Alte Fahrt ist auch allgemein eine Bezeichnung für ein ehemals schiffbares Gewässer, das für die Schifffahrt nicht mehr freigegeben ist. Und es ist 13.48 Uhr. Wir haben natürlich kein Problem für uns, noch kurz zum Teerofen zu paddeln und dann zurück zu donnern. Wir können es aber auch lassen. Das ist die Frage, was da Tolles gibt. Ja, nix. Das sieht halt so aus wie hier. Ja, mal gucken, was da auf Teerofen. Vielleicht steht da irgendwas. Nicht ins Schiff und nicht ins Seerosenfelder fahren.
Das Bier zum Tagesausklang muss heute noch auf mich warten, denn ich habe noch eine nächtliche Fahrt vor mir. Am Bahnhof in Waren wartet M aus Berlin auf mich. Von dort aus fahren wir in starkem Gewitterregen zurück nach Sito. Die nächsten beiden Etappen reisen wir zu dritt. Auf der nächsten Etappe fahren wir durch die Mecklenburgische Seenplatte bis nach Berlin. Dies und mehr gibt es in der kommenden Folge von Drehmomente zu sehen.